Ich glaube, dass das für unsere Mannschaft ein Highlight-Spiel ist, weil wir uns das halt auch durch unseren Sieg gegen Union Berlin erarbeitet haben. Und wir freuen uns sehr auf das Spiel, aber wir haben uns jetzt seit 2 Tagen haben wir begonnen, uns mit dem Spiel zu beschäftigen und werden gucken, dass wir einen guten Tag erwischen. Es ist ein Bonusspiel für uns als Mannschaft. Wir haben sensationell die 2. Runde erreicht, schon mit dem Erstrundenspiel gegen Union Berlin schon eine kleine Sensation geschaffen. Wir wissen natürlich, dass Leverkusen nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, aber wie gesagt, es ist ein Bonusspiel, eine Riesensache für den ganzen Verein, für uns als Mannschaft und ja, wir wissen um unsere kleine Chance, aber wissen auch, dass wir nicht chancenlos sind. An einem Spiel ist immer alles möglich und gerade unsere Mannschaft hat genügend Spieler, die auch schon höherklassig Erfahrung haben und deshalb glaube ich, wenn wir einen sehr, sehr guten Tag erwischen und Leverkusen nicht so einen guten Tag, dass dann vielleicht was machbar ist. Wir wollen schon einen guten Mittelweg finden. Also ich glaube, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt Indianerfußball gegen die zu spielen und die nur über den ganzen Platz zu jagen. Dafür sind die einfach zu gut und zu schnell. Wir werden mit Sicherheit auch nicht das ganze Spiel defensiv verbringen wollen, aber wir müssen einen guten Weg finden, um diese Mannschaft zu fordern. Mit meinem Heimatverein in der 2. Runde gegen Champions League-Teilnehmer gegen Leverkusen zu spielen, ist sicherlich für mich auch ein Highlight und deshalb werde ich das genauso wie unsere Mannschaft dann genießen Mittwoch. Ja, wenn man es realistisch angeht, sind unsere Chancen äußerst gering. Ich glaube, wenn das Spiel 10-mal gespielt wird, wird Bayer Leverkusen 9-mal gewinnen und einmal geht es vielleicht in die Verlängerung. Und das, aber wir freuen uns drauf. Ja.